So, dann wollen wir. So, das machen wir natürlich schnitzeln. Das machen wir jetzt natürlich nochmal. Zack. So, alle Fässer sind weg. Das ist schon mal gut. So, okay. Erfolgreich geöffnet. Und da sind sie, die Dörfler. Ah, ihr seid doch alle gleich, ey. Ja, jetzt habt ihr davon. Schnell alle messern. Das sieht ganz gut aus. Okay, dann müssen wir wenigstens ein bisschen was fallen lassen. Ein paar Pesetas, das ist ganz gut. So, wir können Ashley jetzt so bedingte, ja, ich sag mal, sehr rudimentäre Befehle geben. Wie zum Beispiel, Wait. Oder. Follow me. Da ändert es leider, schon. Es ist wirklich sehr rudimentär. So, ich schau mal ganz kurz. Der Extraction Point ist. Wo soll ich denn. Wo muss ich denn hin? Ach du meine Nase. Ach, hey. Ah, okay. Gut. Dann machen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein langer Weg. Weil ich ein bisschen komisch finde, warum höre ich hier immer noch Musik? Lebt denn hier noch wer? Hallo? Ah, schaut mal hier. Kisten? Na, das wäre ja was gewesen. Dann hätte ich doch glatt 2000 PC das übersehen. Oh mein Gott. Okay. Gut. Na, dann gehen wir zurück. Durch das Dorf und durch den anderen Durchgang. Jetzt müssten wir ja wieder bei der Kirche rauskommen, ne? Genau. So, hier hat man nochmal den Händler. Welcome. Hat der jetzt vielleicht. Got some rare ja. Things on sale, stranger. Da hat er ein paar neue Sachen für uns gestellt. What are you buying? So, und das ist die Red 9. Das ist die Pistole, von der ich sprach. Die hat wirklich, die hat Power. Die hat wirklich, wirklich Power. Die ist geil, die macht Spaß. Schulterstütze ebenfalls dafür. Dann hat man. Na, eine bessere Stabilisierung, irgendwie, er wackelt nicht so doll. Das ist schon wirklich ein Vorteil, das Ding. Ja, das Ding ist aber hier voll mit Unterdach, du. So, also die Red 9 hätte wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich Platz. So, die Überlegung ist jetzt halt, die Punisher zu verkaufen, die Red 9 dafür zu kaufen. Und vielleicht schauen wir mal, dass wir die Red, die Schulterstütze auf jeden Fall der Red 9 ein bisschen später kaufen, wenn wir mehr Platz haben. What are you selling? So, die Frage ist, für die Punisher kriegen wir jetzt auch nochmal 10.000. Das ist natürlich ganz geil, dadurch, dass wir dafür gar nichts bezahlt haben. Ah. Thank you. Thank you. What are you buying? Ah, a choice of an avid gun collector. It's a nice gun stranger. Das ist ein krasses, gälischer Akzent, ey. So, okay. Alles klar, ja. Für die Schulterstütze hätten wir jetzt auch gar keinen Platz. Thank you. Okay, gut, das muss erstmal reichen. Okay, die TMP haben wir ein bisschen gepimpt, das ist ganz geil. Und wir haben die Red 9. Tatsächlich muss man jetzt auch so ein bisschen aufpassen. Wenn die Ashley jetzt hier am Start ist. Oh, cool. Und solche Späßchen macht wie entweder das hier, ne? Oder halt mit dem Messer zu dir rumfuchteln. Follow me. Weil wir können die verletzen. Und ich glaube, mit dem Messer wäre die sogar instant. So, ich dunkel wie ein Bärenarsch, ich sehe keinen.
Oh, wo, wie, wo denn? Das ist also so ein Ding. So, na gut. Ich muss Fadi mal die Schlonze auspacken. Oh, ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Follow me. Wait. Follow me. Na, komm mal schnell her, Ashley. Ashley. Ach so, sie kam jetzt da nicht weg. Das ist ja natürlich auch fies. Keine Munition, das ist nie so geil. Aber okay, gibt schon was. Oh, da kommt noch eine. So, wo ich jetzt natürlich immer ein bisschen darauf achten muss, ist jetzt natürlich, wir haben jetzt immer mehr das Problem, dass die Leute sich in diese Las Plagas verwandeln, wenn die Headshots bekommen. Oder quasi von mir am Boden gemessert werden. Das ist so ein bisschen ungünstig. Okay, nice. Von daher funktioniert die Taktik jetzt nicht mehr unbedingt. Oh, der Glaser war da, das ist schön. dass man die jetzt halt zu Boden schießt irgendwie und dann mit dem Messer platt macht. Also ich werde es weiterhin erstmal ein bisschen probieren, aber wie gesagt, es funktioniert jetzt nicht mehr hundertprozentig dadurch, dass sie sich einfach verwandeln jetzt. Schmutzbande, diese Dörfler. Ja, und wie gesagt, die Leute, die so ein bisschen fit im Spanischen sind, können mir gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben, irgendwie, was die Kumpels hier erzählen. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Vielleicht einfach nur zu sagen, dort, ein Fremder. Oder heute Bananen zum halben Preis. Wer weiß es? Keine Ahnung. Ich kann kein Spanisch. Ach, Mann, warum ist denn so viel leer? Ich finde das so doof. Ist doch scheiße. Ja. Refreshen, so das hier schon alles, ja? Und dann ist die Hälfte davon leer. Das ist doch Käse. Das ist doch Kacke. Was soll das? Das hilft doch keinem. Da kann man sich dies doch sparen. So, okay, hier ist auch alles leer. Gut, naja. Der Weg ist hier spickt mit dicken, fetten Bärenfallen. Und leeren Holzkisten. Ey, wirklich, also was soll das? Liebe Entwickler, why? Oh. Da vorne haben wir ja noch einen kleinen Ganado. Ballista! Ah, das meine ich. Problem ist halt, dass die Viecher. Genau. Die haben halt einen Mordsradius, wie ihr seht. So, Ashley ist verletzt worden. Also kriegt Ashley jetzt erstmal ein Ei. Jetzt müssen wir nämlich auch ein bisschen so auf die Gesundheit von Ashley achten. Nicht. So, hier vorne haben wir noch ein paar Bärenfallen. Das so Käse, ja? Und wie, dass die da nicht rinlatschen. Ja, dann sehen sie mich. Rennen auf mich zu. Und rennen einfach durch. Das ist doch Käse. Ach, ja, genau. Warte mal, das ist ja der Bauernhof. Hide. Und da vorne sieht es ja doch schon wieder stehen. Die Banausen. Na gut.
So, aber lass uns erstmal den tagesaktuellen Dorfkurier lesen. Sarah und der, die andere. Ah, hier wurde schon gegendert. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt er alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater, der Jäger in dieser Gegend war, gezeigt hat. Sicher versteckt er unser Eigentum irgendwo im Wald. Wäre sein Großvater noch am Leben, könnte er helfen, Sarah zu finden. Aber wie hat er von dem Ei in seinem Körper erfahren? Dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor der Parasit geschlüpft ist, ist besorgniserregend. Was mir auch Sorgen macht, ist, dass Louis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zufall gewesen sein. Es muss noch jemanden geben. Um die Lage zu klären, müssen wir Louis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihm ein weiteres Ei injizieren. Denn Bodane, der hinter all dem steckt, schon reden. Wer unsere Pläne durchkreuzt, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen. So, denn Verbot und Ausladung vom quasi jährlichen Scheunenfest. Domino. Oh, das war ja aber. Der hat jetzt nicht so viel Vertrauen, der Kumpel. So, wir gucken mal. Lasset die Kinderlein kommen, wie es so schön heißt. Da hinten kommen sie ja schon. Das Pack. Da oben steht auch noch einer. Ist doch scheiße. Wing. Fuck. Ja, Käse. Tot ist er. Wo lümmelt ihr denn alle rum? Na, seid ihr noch beim Kürbisfest, ihr Lieben? Haramino. Vielleicht können wir sie auch alle so ein bisschen zusammentreiben. Ja, das sieht doch gut aus. Freunde, das sieht doch gut aus. Da ist ja auch noch jemand. Also hier quasi hinter dem Fenster, auf dem Steg, war ja jemand. So. Jetzt bin ich unbedingt gleich in die Scheiße treten hier. Mann, Cursor da schon wieder überhecheln hier, ey. Bestimmt wieder oben. So, bei der hatte ich jetzt gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass sie mir jetzt gleich in den Rücken fällt. Die schalalala. Pampe. So, endlich ein bisschen Munition. Geile Rad. Schöne klingert Fass, so kenn ich's. Es ist doch, also wirklich. Das ist nicht fair. Grünkraut. Das finde ich gut. So, steht hier jemand? Gibt es hier etwas? Nein. Okay, dann Leiter hoch. Ab durchs Fenster. Und der guten Dame hier oben mal einen kleinen Besuch abstatten. Das soll auch nicht gewesen sein, Freunde, oder? Aber hier ist doch. Doch. Oh, hier? Oh, schön. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Schwein. Das finde ich super. So, aber das war doch, glaube ich, noch nicht, oder? Ist doch. Ja, lungern sie doch noch rum. Los, komm raus aus dem Müllcontainer.
So, dann komm mal, Ashley. Na los. Hüpf. So, okay. Zack, ab zur Tür. Hochheben. Okay, alles klar. So, die kleine Maus mal rüber, ihr Wuppchen. Und Klettermaxe. Bestens. So. Selection of good things on sale, stranger. Okay. What are you selling? Nichts, was ich neu kaufen könnte. Das ist so ein bisschen schade. Ja, tatsächlich mal nö. Schade. Ja, die kann ich noch nicht. Oder ich könnte sie kaufen irgendwie. Das Problem ist, ich habe noch nicht den Platz im Inventar dafür. What are you buying? Tuning geht auch noch nicht neu. Naja. Okay. Come back anytime. Come back anytime. So, na gut. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Ja, ich denke, das hat jetzt keinen groß überrascht, irgendwie, dass jetzt hier vorne nicht gleich der Hubschrauber auf uns wartet. Say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Gott sei Pudding fressen, ey. Wahnsinn. Leon. Der Deppen Johnny. World, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. So, okay, alles klar. Na, jetzt wollen wir mal die Hürde mal ein bisschen... So, okay. Zack. Oi, Avatar. So, beruhigt euch alle. Wir sind genügend. So. Sack erstmal das Zeug ein. Nein, wirkt mich total cool hier oben positionieren. Spacken. So, was haben wir denn hier? Und voll ist er. Scheiße. So, okay, schauen wir mal. Die können wir mal hier reinmachen. Die können wir da reinmachen. Weil tatsächlich Granaten kommen jetzt echt gut. Okay, die kann ich noch nicht nehmen. Kein Platz dafür. So, hier wird ja halb, Freunde. Ja. So, jetzt haben wir uns jetzt erstmal ein bisschen Zeit gekauft. Aber halt nur ein bisschen, ne? So, der Dude ist... Louis wird jetzt erstmal ein paar Leute da unten halten. Und was ich jetzt mal vorhabe, ist jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Der Dude ist, dass der Louis da unten echt fett austeilt. Und der hat eine ziemlich gute Knarre am Start.
Lolala. So, wenn ich schon so komme. Dann muss ich jetzt hier mal so kommen. Okay, upstairs. Mama, mach mal. So, bei den Viechern müssen wir natürlich noch ein bisschen aufpassen, wenn da jetzt zwei sind. Die reagieren ganz empfindlich auf Blendgranaten. Das finde ich richtig gut. Okay, alles klar. Use this. Use this. So, ja, vielleicht mal ein paar von den Leitern hier umlatschen, dann sind sie schnell hochkommen wieder. Tschüssi! So. Wie gesagt. Luis ist gut am Start. Defeated. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Luis. Klar, oh, kurz vergessen, den Herd auszumachen. So, gucken wir nochmal kurz, ob wir hier noch etwas einsacken können. So, okay, hier haben wir alles. Dann gehen wir mal ebenfalls aus der Höhle raus hier. Ist ja nichts, ne? Nee, kann man nichts nehmen. Oh, schön. Die sacken wir natürlich noch gerne ein. So, was haben wir hier vorne? Hier haben wir auch nochmal TMP-Munition. Die TMP macht doch halt richtig viel Spaß, ne? Weil du kannst halt echt rausschlonzen irgendwie. Und wenn die nachher einen gewissen Damage erst hat, dann macht die auch richtig Spaß. Two ways, zwei Wege. Vor kurzem berichtete mir Lord Sadler, dass unsere Männer einen Militärhubschrauber der USA abgeschossen hätten. So ist für eine Weile keine Hilfe in Aussicht. Solange die US-Regierung nicht weiß, wer der Verräter ist, kann sie nur beschränkt verdeckte Operationen vornehmen. Wir müssen diese Zeit zu unserem Vorteil nutzen und das Mädchen fangen. Es gibt nur zwei Routen, auf denen die zwei Amerikaner unser Gebiet verlassen können. Dort werden wir sie abfangen. Wir werden unsere Leute bestmöglich einsetzen. Bei der einen Route werden wir alle Leute einsetzen, damit sie uns nicht entkommen. Die andere Route überlassen wir unseren El Gigante. Egal, welche Route sie nehmen, der Army und das Mädchen kommen nicht lebend hier weg. Okay, also wir haben jetzt die Wahl zwischen El Gigante und massiv Männer, die auf uns zukommen. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig irgendwie. Ich schau mal kurz, ob wir hier noch irgendwas finden. Das sieht nicht so aus. Nest zum Runterholzen hier auch nicht. Mensch, 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 Mensch. Okay. Gut, mal ganz kurz zum Händler. Vielleicht hat der was Neues für uns, was ich jetzt nicht glaube. Welcome. Welcome. Nope. Come back anytime. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. So, lass mich mal kurz gucken. Okay, ich würde sagen, der lange Schlauch. Da wird wohl El Gigante vor uns warten und hier oben in dem Areal werden wahrscheinlich 1000 Leute auf uns warten. Da würde ich jetzt mal vorsichtig sein, wenn ich einen Blick in mein Equipment werfe und auf meine Munition, die jetzt gerade schön leibratzt ist, die Penner irgendwie, da würde ich doch mal vorsichtig sagen, El Gigante fällt jetzt mal aus. Weil ich einfach nicht die nötige Munition für den Typen gerade habe.
Gut, na dann gehen wir doch mal nicht den großen Weg. Mal ganz genau gucken. Okay, wir müssen nach links. Tja, welches Tor öffnen? Das linke Tor. Okay. Na dann wollen wir mal. Hoffen wir doch mal das Beste. Ah, kennen Sie nämlich. Lasst mich mal schön in Ruhe hier, Freunde. So, Zeit für Bonbons. Das ist ja echt voll hier. Von den Pennern. Die irre Schlampe. So. Okay. Super cool. Ist ja langsam mal Ruhe. Alle Furznase kommen hier die Leute angeschissen. Okay, zack. Das Problem ist, das war's jetzt nicht. Und zwar, wenn ich jetzt hier gleich in den Pit springe, dann ist hier gleich Polen offen. Aber richtig. Also, machen wir das einfach. Umwerfen, was für ein Scheiße. Mach die andere Leiter umwerfen. Okay, wurscht. Darf ich vorstellen, die wunderschönen Bela-Schwestern. Das sind einfach Schnuckis. Kommt hier jetzt her. Mich doch jemand jetzt mit einem Messer getroffen? Sauerei. So, das Großartige ist an der Sache. Es gibt diesen einen wunderbaren Trick. Ja.
das war. Wie seht ihr jetzt gerade? Ich habe sie alle hinter diesen Wagen gelockt. Und knall die jetzt hier alle ab. Die Scheine! Muss man bloß auf. Muss halt bloß aufpassen, dass der Wagen nicht kaputt geht. Ja, ist doch, kriegt doch jeder Alter. Freunde. So, in your face, bitch. Scheiße. Okay, vielleicht hat's gereicht. Okay, für die Schwestern hat's nicht gereicht. Scheiße. Okay. Aber jetzt. Lagerschlüssel. Pistolenmunition. Und ein Rubin wurde fallen gelassen. Das ist natürlich der. Sehr schön. So. Ich höre immer noch hochdramatische Melodien. Da können wir uns entscheiden. Aber irgendwo werden wahrscheinlich die Leute noch leben, irgendwie. Ansonsten würde jetzt hier nicht so ein. Da drüben. Seht doch noch einen. Schweinewanne. So, schwuppdiwupp. Na, sicher, Sven. Bitte nicht, bitte nicht. Ach, Mann, ey. Hab schon mal ein Glück hier. Okay, gut. Dann hätten wir jetzt mal die Hütte hier ein bisschen befriedet wieder. Können wir noch ein bisschen was gucken. So, hier haben wir noch eine kleine Kiste. Pistole, Munition, sehr geil. Da stehen sie doch. Was ist los hier? Ach, hör auf. So, na gut. Muss Papa mal den Spaß machen. Deckung suchen ohne Sperren. So, na meine Fresse, jetzt haben sie aber nochmal hier alles entgegengeworfen, was sie hatten hier. Die Dörfler. Es gibt hier noch irgendwie einen kleinen Geheimgang. Da muss ich mal kurz schauen, wie man da reinkam. Ich glaube hier. Oder? Das wäre cool. Ja, genau, hier könnte man rinspringen. Nur, wartet hier ab. Okay, das ist eine Handgranate. Die nehme ich natürlich sehr gerne. Oh, da kommen wir nicht vorbei. Das
Das ist aussichtslos. Da liegen drei Stöcker. Das ist keine Chance. Nope. Das war nix. So, klettern wir mal rauf. Das war's, aber das dürfte es noch nicht gewesen sein, ne? Weil wir finden ja hier noch einen Schatz. Die Frage ist halt nur, wo kommen wir hin? Wie kommen wir da hin? Na gut. So, Ashley. Komm mal mit. Kannst du hier rinkriechen? Nee, kannst du nicht. Kannst einmal nützlich sein. Einmal. So, naja, wenigstens kann sie alleine die Leiter hochklettern. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Während ich keine Leiter runterklettern kann. Kann Leon nicht, macht er nicht. Er tritt nur um. Da geht er nix. So, okay. Ansonsten war ja hier kein weiterer Zugang. Genau. Dafür, warte mal. Nope. So, hier muss ich ganz natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier die Gussi hier nicht einfach wegmesse. Und dann den ganzen Salat hier nochmal machen darf. Da hab ich natürlich auch keinen Bock drauf. So, also. Hide. Smooth. Im schroffen Tone. Sage mal. Hier ist er. Hier schaust mal einer an. Hier ist der Gang. Ha. Granate. Roter Edelstein. Sehr geil. So, und das war auch ein Edelstein für die Maske mit den Kerben, soweit ich weiß. So, Mäuschen, auf geht's. Wir haben noch keine Zeit. So, muss ich hier noch hochklettern? Okay, wir haben noch ein bisschen Pistolenmunition, ein paar Pesetas. Hier nochmal. Fass auf den Boden. Tor entriegelt. Aha. Aha. Okay. So, skurriles Resident Evil Rätsel wartet hier für uns, auf uns. Ah, die Iris-Erkennung. Okay, alles klar. Hier brauchen wir anscheinend den Glubscher von irgendjemandem. So, da werfen wir vorher doch nochmal ganz schnell. Achso, hier. Ah, alles klar. Hier werden wir quasi bei Il Gigante rausgekommen. Ah. Super chillige Musik. Letzte Verteidigung. Ich habe den Amerikaner unterschätzt. Er lebt noch. Ich hatte gedacht, wir könnten warten, bis der Parasit in seinem Körper geschlüpft ist. Aber nun könnte er vorher das Dorf zerstören. Wir müssen etwas unternehmen. Wir ändern unsere Prioritäten. Stellen die Suche nach Louis ein und konzentrieren uns auf die zwei Amerikaner. Wo man aus den Gondeln aussteigt, ist eine als Folterkammer für Verräter genutzte Hütte. Dort können wir sie stellen. Sollte alles schief gehen, müssen sie auf dem Weg zum Tor nach draußen immer noch an mir vorbei. Denn das Tor reagierte nur auf meine Augen. Aha. Ihr seht. Es ist halt einfach, die Zettel sind halt einfach so brandaktuell, als die Tinte ist noch nicht mal trocken. Die Tinte ist noch nicht mal trocken, Freunde. So. Okay. Hier vorne, können wir den hier noch? Nee, den können wir nicht. Zack. Okay, also auf zur Folterhütte. Da ist ein Typ, dessen Auge quasi funktioniert für den Spaß hier. Mhm. Ja, das ist ja schön hier. Die Seilbahn. Ach Gott. Ach, da drüben ist noch ein Fass.
So. Ihr könnt ja mal raten, ob da was drin ist. Oh, wie großzügig. Da ist wirklich was drin gewesen. Das ist ja nicht schlecht. Okay. Tschüssikowski. So, alles klar. Wir müssen mit der Seilbahn hier ein bisschen runter. Und wahrscheinlich werden uns hier auch ein paar Leute entgegenkommen, die wir akut zum Aussteigen überreden werden. Um es mal so zu sagen. Ist einfach undankbar, Freund. Neuhard ist einfach undankbar. Klatsch, Platsch. Und da hinten steigen sie alle zu. Wo denn? Wie denn? Was denn? Von wo denn? So, okay. Alles klar, hier oben ist noch ein kleines Versteck anscheinend. Den Ratten. Ja, mal kurz noch mal reinschauen. Vorher natürlich mal erstmal beherzt eine Tür hochgelatscht. Die scheinen die Bedienfelder für den Fahrstuhl zu sein. Das spiele ich lieber nicht davon. Denn ich muss damit zurückfahren. Leon ist halt einfach. Ist halt einfach ein Fuchs. Cleverer Typ. Kann man nicht anders haben. So. Stuhlmunition. Super. Super Sache. Super Sache ist das. So, das haben wir. Das nehmen wir. Okay, alles klar. Schauen wir doch mal. Ah, okay. Hier zur Eulenfolterhütte. Und da ist nochmal ein Weg rein. Lief nicht so gut für euch, Freunde. Und ich sag noch, spielt nicht mit den scheiß Polenböllern rum. Follow me. Oh, kommt jetzt hier noch runter? Von wo kommen sie denn? Oben ist er. Platsch. Ach, Mann. Jetzt hätte er uns zu gut laufen können. So. Natürlich hat der wieder nichts dabei. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Der die meiste Munition hier frisst. Kiste. Tja, Indiana Jones mäßig. Müssen wir natürlich die Sache ordentlich abschätzen, ob da eine Falle dran ist. Gelbe Katzenauge. Oh, Freunde, wie schön. Nein. Ich glaube, wir können unseren Humpen fertig machen. Jawohl! Da ist er, das Schmuckstück. Skol, Freunde! Wunderbar! Sehr schön, dann können wir verkaufen. So, und den können wir sehr schön mit der Maske kombinieren. Da fährt auch noch ein Stück, den können wir die auch verkaufen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das Blut ist noch frisch. Hier hat ein Ritual stattgefunden. Fragezeichen? Nö. Hat sie nur einen am Papier geschnitten. Tja, jetzt hinter der Tür
erwartet uns die Folterhütte.